Ich bin Wolfgang Magnus und ich bin Professor für Mathematik an der TU Hamburg-Harburg. Noch ungefähr ein halbes Jahr, dann werde ich pensioniert. Aber ich bin schon längere Zeit hier und habe mich also in dieser Zeit, wo ich hier bin, auch schon in den letzten 20 Jahren bestimmt damit beschäftigt, die Mathematik und die Naturwissenschaften etwas stärker in die Schulen zu bringen und klarzumachen, wozu das Ganze gut ist. Dazu haben wir verschiedene Initiativen gestartet, ich will jetzt nicht alle aufzählen, aber unter anderem haben wir auch jetzt Zusammenarbeit mit dem Faszination Technik Club. Da haben wir verschiedene Veranstaltungen, einmal Faszination Schiff, dann haben wir schon mal Faszination E-Technik gemacht und jetzt haben wir gemacht Faszination Technomathematik, mit der wir den Leuten klar machen wollen, dass Mathematik irgendetwas ist, mit dem man auch im Leben was anfangen kann und nicht irgendwas, was bloß dazu da ist, in der Schule Leute irgendwie zu verschrecken. Es erwartet einen, dass man zunächst mal ausgesucht hat, einen bestimmten Workshop, ein bestimmtes Thema. Und in diesem bestimmten Workshop behandeln wir einen bestimmten Aspekt der Anwendung von Mathematik. Also wir haben verschiedene Anwendungen gehabt. Ich habe mich zum Beispiel, der Esel nennt sich selbst zuerst, ich habe mich zum Beispiel auseinandergesetzt mit der Stabilität von Schiffen. Wenn Schiffe irgendwo schwimmen, dann sollen die ja möglichst nicht umkippen, weil die Leute dann immer beleidigt sind und das nicht gut finden, wie Giglio oder sowas dagegen. Und das ist auch so, dass die Schiffe auch möglichst so sein sollten, dass auch Kapitäne, die manchmal nicht so erfahren sind, wie Giglio auch wieder gezeigt hat, in der Lage sind, solche Schiffe zu fahren, um dass so viele Passagiere umkommen. So, und deshalb muss man jetzt wissen, wieso schwimmen die Schiffe eigentlich? Nicht? Und wieso bleiben die eigentlich in der Form, schwimmen die eigentlich so, wie sie sind? Deshalb richten die sich eigentlich wieder auf. Wer sagt ihnen das, dass sie sich aufrichten sollen? Und dahinter steckt natürlich ein bisschen Physik und etwas Mathematik und die haben wir versucht, heute am Tag klar zu machen. Dabei geht es auch ein bisschen darum, dass wir den Leuten versucht haben beizubringen, auch noch zu programmieren. Und so ist es bei allen unseren Workshops heute gewesen. Die haben sich zusammengesetzt aus Programmieren, das meistens zum Schluss. Ich habe angefangen, weil wir die Räume irgendwie anders aufteilen mussten, aus ein bisschen Theorie, wo man es in Mathematik macht, und dann auch was Handgreifliches, wo man also sehen kann, wie die Mathematik funktioniert. Wir haben zum Beispiel einige Workshops gehabt, die haben sich damit auseinandergesetzt mit Bewegung und der Simulation von Bewegung. Wenn Flugzeuge fliegen, wenn irgendwelche Schiffe wackeln, wenn Würfel wackeln, wenn irgendwas sich bewegt, dann muss diese Bewegung beschrieben werden, damit wir voraussagen können, dass da was passiert. Und das geht letztendlich meistens auf sogenannte Differentialgleichung raus. Das kann man schon mit Schulmathematik ganz leicht machen und auch schon in relativ jungem Alter, wenn man das also einigermaßen anschaulich erklärt. Und das ist da passiert und dazu sind dann diverse Versuche gemacht worden. Also alle Workshops, alle 8 Workshops, die wir hatten, setzen sich zusammen aus Versuchen, Programmieren und aus Mathematik. Und soweit ich gehört habe, ich weiß nicht, was Sie gehört haben, aber die Leute, die ich gesprochen habe, waren die Schüler an sich durchgehend ganz zufrieden. Was etwas schwierig ist, wir haben also ein Alter angegeben von 13 bis 16 und wir hatten dann tatsächlich also die ganze Spanne von 12 bis 17. Und bei 12 bis 17 ist es natürlich so, dass die Schulausbildung in Mathematik schon sehr unterschiedlich fortgeschritten ist. Ich hatte also erhebliche Schwierigkeiten dabei. Einige bei mir haben noch nie gehört, was Vektoren sind und so. Und andere Leute haben schon binäre Gleichungssysteme rauf und runter gelegt. Einige wussten noch nicht, was Sinus und Cosinus sind und einige könnten das auch von oben bis unten. Da haben natürlich immer Schwierigkeiten dabei, die Leute gleichmäßig zu interessieren und bei der Stange zu halten. Aber die haben sich bei mir heute alle sehr gut vertragen, alle waren guter Laune und von daher bin ich also durchweg sehr zufrieden. So richtig überzeugt von Mathematik war ich eigentlich gar nicht. Ich habe eigentlich mehr oder weniger in der Mathematik geparkt, weil ich irgendwas ganz anderes machen wollte. Aber da gab es überhaupt das erste Mal Numerus Clausus. Wir waren nur so wenige Studenten, aber so wenige Schüler damals, 1968, dass es eigentlich fast nirgends einen Numerus Clausus gab. Wir haben Abitur gemacht und da war klar, dass wir alle studieren konnten und dass wir auch alle einen Job kriegten danach. Es war eine etwas andere Situation. In unserer Jugend geht es heute dadurch, dass wir so viel Abitur machen, seelisch nicht unbedingt besser. Also uns ging es prima, wir machen Abitur, wir waren der Führer der Welt aus. Dann würde ich aber irgendwas machen und das wurde nun gerade, das Vorteil Numerus Clausus, hätte ich gut geschafft, aber dann habe ich vergessen, mich anzumelden. Dann musste ich ein halbes Jahr warten und da ich wusste, dass ich mein Dem, was ich machen wollte, das war Kybernetik, das kam damals ganz neu auf, heute heißt das also auch, das hieß Neuroinformatik würde das heute heißen, was ich damals so im Kopf hatte. Das kam so erst und da hätte ich einsteigen müssen über Medizin, das habe ich nicht gewusst und da habe ich mich nicht angemeldet und da ich wusste, dass ich diese komische Mathematik dazu aufbrechen brauchen würde, habe ich gesagt, machst du erstmal ein Jahr oder ein halbes Jahr Mathematik, dann weißt du das. Und da bin ich irgendwie hängen geblieben, wie ich schon sagte zu Anfang, habe ich noch ein halbes Jahr, jetzt noch zu wechseln ist auch gut. So, ich habe immer lieber Lehre gemacht und als dass ich also
ganz fürchterlich viel geforscht habe. Ich habe natürlich auch eine Zeit lang geforscht, das bin man sicherlich nicht Professor, wenn man nicht forscht, aber dann hat mir die Lehre sehr viel Spaß gemacht und deshalb bin ich momentan auch ziemlich stark engagiert mit Schulen. Und wir haben die verschiedenen Sachen hier, Schullabor, haben Sie vielleicht heute auch gesehen, im Schullabor waren wir auch mit. Wir haben hier ein Schullabor zusammen mit dem DLR, mit zwei Abteilungen, einmal für Schiffe und einmal für Flugzeuge. Da kann man dann also sehen, wo da die Mathematik und Physik drin ist, das besuchen Schüler. Und dann auch viele verschiedene andere Sachen, die wir bei Natur habe ich noch, die machen einfach Spaß, den Schülern also beizubringen, wozu das, was sie in der Schule machen, dann wirklich gut ist. Ja, wenn man weiß, wozu etwas gut ist, dann lernt man das mal viel lieber, als wenn man das einfach gesagt bekommt, das stimmt, muss man lernen, das gehört dazu. Nicht? Also das musst du gemacht haben, das musst du kein Abitur. Das ist eigentlich gut, dass man so stark überzeugt. Ich führe auch nicht so sehr überzeugt. An der Schule wusste immer ganz gern, wozu es gut war. Das war genau der Grund, weshalb ich Kybernetik machen wollte. Ich hatte einen Kurs gemacht und da wurde erzählt, was man jetzt mit den neuen Sachen machen konnte und was man tatsächlich nicht. Es gab linkes und rechtes Gehirn, das kann man dann wieder durchschneiden, dann passieren ganz komische Sachen. Das wollte ich auch mal. Gut, okay, nicht bei mir, aber gut, okay, mich interessierte, was da passiert im Gehirn. Ja. So, und das war nur deshalb, weil ich einen guten Kurs gehabt hatte, da zwischendurch, also neben der Schule. Die haben mich allerdings dafür interessiert und konnten mir zeigen, wozu es gut war. Und ich denke, das müssen wir auch mit unseren Schülern machen, dass wir ihnen zeigen, dass Mathematik, Physik oder ganze Kram, die sie nicht so gerne machen wollen, unheimlich interessant ist, dass man unheimlich viel damit anfangen kann.